Dorsten meldet sich zurück. Hallo, hier ist der Friseur. Da der Sturmklassenguide so gut angekommen ist, hier der Unterstützungsguide. Wie gesagt, das ist alles meine persönliche Meinung, was ich für am besten empfinde gegen gute Spieler, gegen relativ schlechte Spieler. Kann man natürlich alles spielen, da taugt alles irgendwo was. Aber gegen die etwas besseren Spieler, um da ein kleines bisschen eine Chance zu haben, ja, meine Bewertung wieder der Killstreak in der Unterstützung. Der Unterstützer ist ja so aufgebaut, nochmal schnell vorweg. Man kann sterben, kriegt trotzdem seine Killstreaks, das zählt wieder alles dazu. Also Luftgeschütze killen und Helis abschießen, das gehört trotzdem alles dazu. Und die starten auch wieder neu. Man kann die ganze Sache wieder nicht sammeln, sondern die überschreiben sich. Also sollte man auch UAV einsetzen, wenn man eins hat. Und nie erst ewig aufsparen, weil man kriegt ja schnell ein neues. Also es kommt immer darauf an, wie hoch man sein oberes Ziel gesetzt hat, aber egal. So, wir fangen wieder mit der Drohne an, auf der 4. Die Drohne, wisst ja jeder, was das macht. Es kommt halt drauf an, ob die Gegner, wie soll ich sagen, Assassin spielen oder ob die einen Störer dabei haben und so weiter und so fort. Aber eine Drohne ist nie verkehrt. Allerdings würde ich, wenn ihr mit mehreren Leuten spielt, zwei auf der Drohne lassen und mindestens einer oder wenn nicht sogar noch zwei auf der Konterdrohne. Da sind wir auch schon beim Abschuss 5. Konterdrohne ist, finde ich, mit der meist unterschätzteste Unterstützungs-Killstreak oder war auch der Killstreak der meist unterschätzte im Black Ops zum Beispiel. Damit konnte man den Blackbird super kontern und vor allem ganz, ganz viele Spieler verlassen sich eben auf ihr Radar. Und ich bin genauso einer, wenn die Konterdrohne draußen ist, dann riskiere ich viel mehr Tote, weil ich einfach trotzdem meinem Spielstil treu bleibe, sage ich mal so. Ich gucke dann trotzdem jedes Mal in die Ecke, obwohl da nichts zu sehen ist. Und die Konterdrohne kann ich euch nur empfehlen. Deshalb ist für mich die Konterdrohne bei mir, bei meinem Spielstil ein Must-Have und ich habe das als erstes auf der 5. So, dann auf der 5 gibt es noch die Ballistikwesten. Ich sag mal so, die sind nicht schlecht. Wer so ein bisschen auf Awesome Teamplayer machen will, der ist gern immer gesehen bei mir auch und hat die Weste dabei. Man hält ein bisschen mehr aus. Es ist nicht so, dass es gar nichts bringt. Ihr habt schon einen kleinen Vorteil. Allerdings würde ich eben die Konterdrohne vorziehen, zumindest ich. Aber Ballistic Westen sind jetzt nicht ganz so scheiße, wie man denkt. Ich finde so okay, die sind nicht zu stark, sind nicht zu schwach, also eigentlich perfekt. So, auf der 5 die Abwurffalle. Ja, viele werden jetzt sagen, ja, die nehme ich immer mit, die ist total geil. Aber in den seltensten Fällen, also in Lobbys, wo ich teilweise bin, fallen eben nur die Geier, also die, oh geil, da liegt eine Kiste, ich muss sofort hin. Das ist genauso, wenn du ein Care-Package rufst, also die Vorräte rufst, um dir rum stehen drei Gegner, das Care-Package fällt runter, du stehst genau daneben, die wissen, dass das deins ist und stelzen sich trotzdem ans Care-Package, weil sie denken, oh, ich könnte es ja noch kriegen, vielleicht wird er jetzt gleich abgeschossen und solche Sachen. Ja, die fallen auf die ganze Sache rein, es ist ganz lustig zu spielen, aber meine persönliche Meinung wieder, ich lasse jedes Care-Package, was auffällig rumliegt, einfach liegen oder generell hebe ich keine Care-Packages auf, außer ich habe also unmittelbar gesehen, dass der Gegner das gerufen hat, wobei, da kann das auch wieder so eine Abwurffalle sein oder sagen wir mal von eigenen Teammates, wenn die gestorben sind oder sonst was, entweder ich lasse es liegen oder ja, die Gegner sind wirklich in der Nähe, dann hebe ich es auch auf, weil es bringt nichts, die Care Packages immer liegen zu lassen, wenn man sagt, ja, ich will den das nie wegnehmen, der ist jetzt gestorben, der kommt gleich wieder, weil manchmal ist es so, dann wird der am anderen Ende der Map gespawnt und dann holt sich das Care Package der Gegner, also dann müsst ihr abschätzen, wann ihr das aufhebt oder nee. So, also Abwurffalle, ja, da fallen halt die nicht so klugen Leute rein und generell, ihr merkt es an meiner Ausdrucksweise, ich möchte nicht mehr so Leute mit Noobs und sonst was bezeichnen, weil im Prinzip wollen ja alle nur ihren Spielspaß haben und es ist schon dumm, wenn man immer so abwertend redet. Ich reg mich jetzt auch mittlerweile gar nicht mehr so auf, wenn Assassin oder sonst was genutzt wird. Ich nehme es jetzt einfach so hin, Call of Duty kann man nie ändern und ja, wir machen mal weiter, das Commentary wieder zu lang ist. Und da ist das Bodenluftgeschütz. Das Bodenluftgeschütz, muss ich sagen, ist nicht schlecht. Allerdings, wenn es schießt, sieht man es auf der Map.
Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob durch irgendeine Radarsache man die Dinger sieht, weil manchmal sehe ich die vom Gegner übelst weit, aber das kann natürlich so sein, dass sie gerade geschossen haben. Ich muss sagen, für 8 Punkte gibt es echt Besseres, weil. Entschuldigt. Für 8 Punkte gibt es echt Besseres, weil. Wie soll ich sagen? Das ist leicht zu killen, ist leicht zu finden. Es schießt auch, braucht mehrere Raketen, um was abzuschießen. Und ich bin jetzt zum Beispiel ein Spieler. Ich habe bei den meisten Waffen als Secondary die Stinger oder sonst was mit. Und deshalb brauche ich kein Boden-Luft-Geschütz. Ich würde es nie unbedingt empfehlen, weil es weitaus bessere gibt. So, dann kommen wir zum 10. Die Aufklärungsdrohne. Wie soll ich sagen, die ist eigentlich richtig nice. Bloß mit der Aufklärungsdrohne, also das ist so ein kleiner Heli, damit könnt ihr über die Map fliegen. Und wenn ihr einen Gegner seht, auch Assassin-Leute, könnt ihr die orten auf dem Radar für eure Mitspieler. Das Problem ist halt, ihr liegt da Weile in der Gegend und diese Killstreak, die Aufklärungsdrohne, erfordert schon gutes Teamplay, dass man den anderen sagt, ja, wo sind die Gegner? Man kann das auch ganz gut kombinieren, wenn einer Sturm spielt und Chopper Gunner und mit dem Heli und so weiter und so. Ihr wisst schon, da gibt es viele Möglichkeiten. Deshalb, es bringt natürlich nichts, wenn man die ganze Zeit rumfliegt mit dem Heli, die Gegner ortet und unser gesamtes Team sitzt im Haus und snipert sich ihn ab. Oder wie auch immer, oder campt sich ihn ab. Dann bringt euch das Ding nichts. Aber ich denke mal, für lustiges Teamplay, Zusammenspiel, taugt es auf jeden Fall. So, kommen wir zu einem relativ ähnlichen Killstreak wie den Black Ops, nur dass das nie so oft aktualisiert wird. Das ist die verbesserte Drohne. Für mich auch ein Favorite, wenn, wie gesagt, die Gegner nie alle Assassin spielen. Ansonsten auf der 12, für mich jetzt auch nicht ganz so hoch. 12 Kills wird man wohl schaffen. Schafft man auch, wenn man gut ist, in der Mitte des Games oder sogar schon am Anfang. Und Herrschaft sowieso zum Beispiel. Und lohnt sich auf jeden Fall mitzunehmen. Finde ich auf jeden Fall eine der besseren. So. Ja, das Fernlenkgeschütz. Ganz ehrlich, Leute, das ist Schrott. Weil, also es ist so wie eine. Wie soll ich sagen, eine Sentinel-Gun, die man selber abschießt. Das ist einer der Killstreaks, die auch Kills macht. Allerdings finde ich sehr schlecht. Es ist stationär. Man muss dann schon irgendwie, vielleicht zum Verteidigen ganz gut, aber ganz ehrlich, in eine Flash geworfen oder den Gegner einfach abgeknallt, der dahinter steht, weil die bietet nicht so viel Schutz. Deshalb zum Spaß haben sicherlich ganz okay. Ich finde es jetzt nicht so toll. Aber, ach so, ich muss noch dazu sagen, ihr seht ja, dass ich kaum was freigeschaltet habe. Wie gesagt, ich habe alle Killstreaks auf der PlayStation freigeschaltet, alles schon mehrmals gespielt, bevor jetzt wieder einer kommt, wie in meinem anderen Video. Ja, ich hätte ja gar keine Ahnung, ich empfehle die 10er Fahrzeugdrohne, habe die aber gar nicht freigeschaltet. Ja, wenn ich eben sage, ich spiele nur mit Care Package, dann habe ich jeden Killstreak schon 2 Millionen Mal gespielt, so ungefähr. Na klar, weiß ich dann, was gut ist, aber dann brauche ich das dann nicht freischalten, wenn ich eh immer andere Killstreaks nehme. Also mal davon abgesehen, wie gesagt, das Geschütz, was man selber steuert, taugt meiner Meinung nach nichts. Dann der Stealth-Bomber, wie der Max jetzt sagen würde, ja, ist relativ hoch angelegt am 14er, mit 14 Punkten. Allerdings ist das so der einzige Killstreak, der in dieser Line auch wirklich was killt. Ich finde ihn sogar sehr gut. Das Teil killt sogar richtig in Häusern die Leute. Komischerweise, also wenn ich im Haus bin, was jetzt nicht zweistöckig ist, dann wird man von dem Ding gebasht. Man kann es gut in Herrschaft einsetzen. Und es ist nicht schlecht, wenn man noch zusätzlich Kills mit dem Ding machen würde. Ich kann es empfehlen, ist aber nicht unbedingt mein Favorite. Aber für Leute, die das spielen wollen, es ist okay. Ich finde halt dafür, dass man eh mal über die Map rauscht mit dem Teil, für 14 Punkte ziemlich hoch angelehnt, aber wie gesagt, nicht schlecht. Und als Gegner kann man eben nur in Deckung gehen oder ein EMP zünden. Und dann kommen wir jetzt gleich zum EMP, mein persönlicher Favorite. Allerdings muss ich sagen, auf der 18 ganz schön hoch. Also für Team Deathmatch vielleicht nicht ganz so geeignet, aber wieder so Herrschaft, Sprengkommando, bla. Ist es okay? Team Deathmatch, da ist man dann froh, wenn man mal 18 Kills hat. Zumindest als Supporter, wenn man keine zusätzlichen Kills macht. Mit Airstrike und sonst was.
Airstrike hier, Helis und bla, da kommt das relativ spät, aber in Herrschaft oder generell ist dieses Ding einfach awesome. Das ist auch so eine Sache, die ziemlich unterschätzt wird, weil ihr habt nicht nur den Effekt, dass der Gegner kein Radar mehr hat und kein Fadenkreuz, also sprich, wenn er Red Dot drauf hat, dann ist das weg, das Red Dot. Der Aufsatz ist zwar noch da, aber dieser Punkt in der Mitte ist weg. Und er hat kein Radar, die Umgebung ist so milchig. Und was das Endgeilste ist, ihr könnt damit alles Mögliche countern. Also sprich, der Gegner ruft einen Stealth-Bomber oder der Gegner ruft einen Predator und ihr hört das und zündet das EMP, dann ist das Ding weg. Es legt alles lahm. Und alle Sachen, die noch oben in der Luft schweben, was weiß ich, Helis und so weiter, sind dann auch weg. Also es wird sozusagen alles lahmgelegt und ich kann das Ding empfehlen. Meine Favoriten, auch gegen etwas bessere Spieler in bestimmten Modus, definitiv EMP. Und dann kommen wir noch zum Juggernaut auf Aufklärer. Entschuldigung, ich hab ein bisschen, bin noch ein bisschen erkältet. Und zwar, er ist gut, muss ich sagen. Es ist okay, gerade wenn man zum Flaggen einnehmen und sonst was. Aber ich würde das EMP immer vorziehen. Und ja, wie soll ich sagen, wie ich viele immer rumrennen sehe, ist, die rennen mit dem Schild rum und versuchen dann, den Gegner zu schilden. Aber da man sehr viel aushält, ihr könnt das Schild gerne nehmen, wenn ihr 3-4 Gegner vor euch habt, aber wenn 2 Gegner davor vor euch sind, dann zieht einfach die Scheißpistole und schießt die um. Ich habe teilweise so Jagger-Typen vor mir rumstelzen mit dem Schild, halten das so vor sich und ich kann um die rumtänzeln und die machen nichts, ne? Also zieht einfach die Waffe. Ich bin zum Beispiel gestern in einem Spiel nur mit der Pistole rumgerannt. Und hab dann irgendwie 20 Kills gemacht mit der Pistole, den Juggernaut-Typen. Man hat ja automatisch auch Plünderer dabei. Also hat man unendlich Pistolenmunition. Und man killt alles, weil, also wenn nur einer kommt, killt man den definitiv. Oh, jetzt schläft mein Bild wieder ein, das sackt übelst. Killt man den definitiv, weil der kann einfach nichts machen. Der kann ja nicht so viel Schaden machen, dass du instant umfliegst. Und gegen 1 bis 2 Gegner taugt das auf jeden Fall und ihr könnt einfach durchweg Pistolen und das bringt viel mehr, als damit ein Schild rumzustelzen. Wenn natürlich viele Gegner kommen, Schild raus, bisschen in Deckung gehen, dann taugt das schon. Mit dem Teil lassen sich halt auch richtig gut Punkte einnehmen und ja. So, und dann kommen wir zur Afwurf Eskorte. Hört sich geil an, ist aber wie immer und wie alle Helis schlecht gegen gute Spieler. Und die Begründung ist einfach, das Teil fliegt erstmal ewig, also braucht bestimmt eine halbe Minute, bis das am Start ist. Davor fliegt das schon auf der Map so halb rum. Also man sieht das ewig, ehe das mal die ganzen Sachen abwirft. Es dauert ewig. In der Zeit haben euch die Leute das Ding schon abgeschossen. Ihr habt für 18 Punkte dann gar nichts. Ihr kriegt nie wie bei, wenn man die Vorräte abschießt, also den Vorräte-Heli, dann fallen ja die Vorräte noch runter. Bei dem Teil ist es so, wenn ihr das Ding ab Granat, Launcher, Werfer, whatever, dann sind die Vorräte weg. Dann habt ihr keine Packages, dann habt ihr gar nichts. Wenn ihr das Teil mal habt und die Gegner sollten es natürlich nie raffen, empfehle ich euch bei dem Ding, weil der verteidigt auch die Pakete, immer das schlechteste Paket noch liegen zu lassen. Dieser Heli bleibt so lange bei euch oder bleibt so lange an dem Paket, bis alle Pakete aufgesammelt werden. Wenn da irgendwie eine IMS oder ein der IMS kann ja gar nicht drin sein, oder? Ich weiß gar nicht, wirft der auch normale Killstreaks ab? Ich glaube, der wirft gemixt ab, Unterstützer. Und ihr könnt mich mal berichtigen in den Kommentaren. Ich habe am Anfang auf der PlayStation oft damit gespielt, bis ich gemerkt habe, ja, das wird ja immer nur abgeschossen, das Teil. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, aber ich glaube, der hat auch nur die Killstreaks aus dem Unterstützer. Deshalb lasst ein Package liegen. Und wenn ihr schon damit spielt, aber wie gesagt, lohnt es sich nie. Also meine Favorites sind die Drohne, die Konterdrohne, Ballistic Vest für Teamplayer, aber wie gesagt, Konterdrohne bringt mir persönlich mehr. Dann die Aufklärungsdrohne, wenn ihr ein gutes Teamplay habt. Dann die verbesserte Drohne. Scheiße.
Ein Stealth-Bomber kann man nehmen, ist okay. Und EMP und Juggernaut Aufklärer sind okay. Und meine persönlichen Lieblinge ist Condor-Drohne, die verbesserte Drohne und das EMP. Und solche Klassen lohnen sich auch für Sniper, wobei ich beim Sniper doch eher spielen würde Drohne, Konterdrohne, verbesserte Drohne oder vielleicht EMP, wenn man nicht so gut snipen kann. Aber ihr könnt natürlich Sniper auch mit Sturm spielen. Ja, das war's dazu. Ich werde euch dann noch was Kleines, ein Video posten mit dem Specialist. Der ist nämlich gar nicht so schlecht, wie man denkt, zumindest wenn man dann 7 bzw. 8 Kills hat. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr eine andere Meinung zu den Killstreaks habt, könnt ihr gerne unten drunter posten, aber bitte beachtet, auch wie manche im Video geschrieben haben, ja, ich kriege sogar gegen gute Spieler meine Abschussserien. Wie gesagt, also hohe Abschussserien, kriege ich auch, aber die bleiben eben nie lange oben. Und wenn so ein Teil nie lange oben bleibt oder lange oben bleibt, dann sind es einfach keine guten Spieler. Meine persönliche Meinung und ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Macht's gut. Tschaußen.